Es wird erzählt über einen Bachur Yeshiva, einen Torah-Studenten in Venezuela, Südamerika. Und er, auch dort in Venezuela, auch wenn es sehr selten war, er hat sich angezogen wie ein Bachur Yeshiva. Weißes Hemd, schwarzen Anzug, Kippa, einen Hut und ist so gegangen auf der Straße. Und es hat ihn dort getroffen, ein jüdischer Student. Und er hat gesagt, warte kurz, du bist ein Jude, ja? Sag eine Frage an dich. Warum ziehst du diese Klamotten an? Für was? Diese Schwarz-Weiß und Hut und... schau, ich bin auch ein Jude und ich habe noch Sportschuhe und so weiter. So. Sagt er, schau, wir sind Am Israel Bnei Melachim. Wir sind die Kinder Gottes. Und die auserwählten Kinder Gottes. Aber nicht nur das. Auch die Auserwählten von den Auserwählten gibt es auch diejenigen, die in der Clique sind, also die sehr nahe sind. Und das sind die Torah-Studenten. Das sind die Leute, die Torah studieren, die sind sehr nahe zu Gott. Und deswegen, genauso wie du siehst, der amerikanische Präsident, ja, er wird nie gehen mit einem T-Shirt und Boxershort draußen, sondern er geht, ist auch immer mit einer Krawatte und immer anständig angezogen. Warum? Er ist ein hochwertiger Mensch. Auch wir sind hochwertig und deswegen, das ist unsere hochwertige Kleidung. Wow, schon hat mit ihm gesprochen und erzählt, was man lernt in der Yeshiva und wie und was. Und am Ende, es hat ihm so fasziniert, sagt er, wo gibt es eine Yeshiva? In Venezuela gab es keine Yeshiva. Er sagt, ich lerne in Lakewood, in Amerika. Ich lerne dort. Wow, kann ich dort besuchen kommen? Ja, du kannst jederzeit gehen. Es gibt eine Yeshiva in Lakewood, geh dorthin und hat ihm die Adresse gegeben, das kannst du dir jetzt anschauen. Und es hat ihn so berührt, er wollte unbedingt von nahe sehen, was genau ist diese Yeshiva, dieses Torah-Studieren, wie funktioniert das. Er hat gesagt, ich werde dorthin fahren einmal und werde es sehen. Er hatte gehabt, um von Südamerika nach Amerika zu kommen, man braucht ein Visum. Er hat ein Visum gehabt, aber er hat vergessen, dass dieses Visum abgelaufen ist. Er kommt bis an die Grenze und dort an der Grenze, Polizei haltet ihm auf und Passport hin und her, du wolltest ohne Visum reinkommen, hin und her, die waren sehr streng mit ihm und geschrien. Im Endeffekt gab es dort einen schwarzen Fahrer, Polizisten sagt, so, er bringt dich jetzt an die andere Grenze. Er steigt in sein Auto hinein, mit Handschellen. Auf dem Weg, der Fahrer fragt ihm, du, was hast du gesucht in Amerika? Da sagt er, ich wollte in eine Yeshiva fahren, in Lakewood. Und sie sofort, er hat noch nicht fertig gesprochen, plötzlich, er haltet an. Sagt er, what? Er hat Angst bekommen, was habe ich Falsches gesagt? Sagt er, ja, ich wollte eine Yeshiva besuchen gehen und schon, stopp, Moment, keine Angst. Er dreht sich sofort um und fährt mit ihm. Sagt er, was ist passiert? Was ist jetzt Angst bekommen? Was habe ich Falsches gesagt? Ich kenne einen Anwalt, du gehst zu diesem Anwalt, zahlst ihm ein paar hundert Dollar und er macht dir das Ganze gut, er reinigt deinen Namen, du wirst keinen Stempel haben, dass du schwarz reingekommen bist und alles wird in Ordnung sein und mach das, ist kein Problem und ich bringe dich nachher, ich persönlich bringe dich bis in die Yeshiva. Aha. Wie habe ich das Ganze verdient? Sagte, ich erzähle dir was. Er sagte, ich habe damals, ich war ein als Anfänger in der Polizei, ich habe sehr wenig Geld verdient und meine Frau hat irgendeinen Trick gemacht. Meine Frau wegen 2000 Dollar ist im Gefängnis gelandet. Und ich konnte nicht helfen. Ich musste diese 2000 Dollar irgendwie bringen, aber ich habe das Geld nicht gehabt. Bis im Endeffekt, ich wusste nicht, was zu tun ist. Eines Tages, ich steige von der U-Bahn aus und plötzlich ich sehe ein frommer jüdischer Mann mit einem Bart und mit einer kleinen Tasche und es kommt irgendeiner von diesen Amerikanern dort kommt und nimmt schnappt von ihm die Tasche und läuft weg. Der arme Typ war etwas alt, konnte nicht gut laufen,
hat versucht, ihm nachzulaufen. Aber ich war jung, kräftig, ich bin schnell gerannt, tak, 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 habe ihn eingeholt, bam, eine Runde gehaut auf den Boden, in Haut, habe sofort Verstärkung gerufen, damit man ihn nimmt, und ich habe diese Tasche ihm zurückgebracht, den einen Typen. Ich bringe ihn die Tasche zurück und er sagt ihm, du hast mein Leben gerettet. Hier drinnen waren all meine Ersparnisse, alles, was ich gespart habe. Für die Hochzeit von meinem Sohn war da drinnen. Und er hat's gestohlen. Ich habe mir gar nicht vorstellen können, was passiert hätte ohne den. Er sofort, ich will es wieder gut machen. I did my job. Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Und das passt schon. Sagt er, nein, ich will dir helfen. Brauchst du irgendetwas? Ich sagte, schau, meine Frau ist im Gefängnis. Und um sie von dort rauszubringen, ich brauche 2000 Dollar. Wenn du mir helfen kannst, danke, wenn nicht, ich habe eben meinen Job gemacht. Sofort, ohne viel nachzudenken, tschak, 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 2000 Dollar, dann, ich bringe dich doch zu meinem Anwalt, geh dorthin und er wird dir helfen. Er war fasziniert, wow, danke, danke, du, ich will es dir zurückbezahlen, du hast jetzt viel mehr, als ich dir geholfen habe, hast du mir jetzt geholfen. Sagte, du hast mir schon geholfen, danke, passt, alles ist in Ordnung. Nein, nein, ich will dir helfen. Sagte, weißt du was? Wenn du jemals irgendjemandem helfen kannst, um Torah zu lernen, hilf ihm und damit hat sich's. Sagte, von wo soll ich wissen, jemand, der Torah lernt? Also, wenn jemand sagt, er will in eine Yeshiva kommen, hilf ihm dabei. Punkt. Sagte, ich habe monatelang, das Ganze war schon vor ein paar Monaten, monatelang, ich habe gewartet, wo finde ich irgendeinen Typen, den ich helfen kann, in eine Yeshiva zu kommen. Und plötzlich kommst du und sagst mir, du bist in eine Yeshiva. Deswegen, ich habe gesehen, das ist von Gott gekommen, dass ich dir jetzt helfen muss. Und deswegen, ich werde bis zum Ende helfen und dich bis in die Yeshiva bringen, damit ich weiß, dass ich meine Pflicht erfüllt habe.